Die Kinder kommen direkt nach der Schule und haben hier praktisch wie eine kleine Familie. Wir machen mit den Kindern zusammen Schulaufgaben. Anschließend gibt es noch Kursangebote. Es gibt oft auch ein Abendbrot. Und die Kinder gehen dann nach Hause, wenn Bettzeit ist. Seit ich hier bin, gefällt es mir hier. Die Gruppen und die alle hier Freundinnen zu haben und Freunde. Sehr schön. Ich war ja auch schon auf vielen Freizeiten dabei. Und ja, eigentlich gefällt es mir hier auch. Wir sind ein eingetragener Verein, erhalten zwar einen Zuschuss von Stadt und Land, sind aber immer dazu gezwungen, einen Eigenanteil zu erbringen. Alles, was wir zusätzlich machen wollen, Projekte oder Ferienfreizeiten, müssen wir versuchen, über Stiftungsgelder einzuholen. Die Stiftung hat uns unterstützt in unserem PC-Raum. Wir haben 5 neue PCs bekommen, weil unsere schon lange nicht mehr funktionierten. Das waren schon ganz alte Geräte. Da sind die Teenies und Jugendlichen besonders stolz drauf, damit sie in ihrem Raum sitzen und wieder ihre PCs bedienen können. Dann haben die Kinder Puppen bekommen. Wir haben noch nicht das ganze Geld ausgegeben. Da werden noch mehr Puppen angeschafft, womit die Kinder jetzt schon spielen. Die haben sich noch einen kleinen Herd gewünscht und einen Puppenkleiderschrank. Und die Sachen werden wir uns alle noch anschaffen. Wir spielen immer Mutter, Vater, Kind mit den Puppen. Und wir spielen eigentlich auch manchmal einfach nur normal. Wann gehen wir los? Ich will nicht diese Zicke sehen. Und ich will nicht dich sehen. Streitet euch nicht. Wir streiten uns nicht, wir zicken uns. Wir gucken, wie spielen die Kinder mit den Puppen, was passiert da und nehmen dann spielerisch auch ein bisschen Einfluss darauf, so wie kann man zum Beispiel auch mit den Kindern irgendwie mal ein bisschen liebevoller umgehen, was kann man da machen, dass die vernünftig am Tisch sitzen, was kann man machen, damit die sich nicht so böse hauen, all solche Kleinigkeiten.